Es gibt da diesen mysteriösen Ort, ganz in der Nähe von Berlin. Ein Ort, von dem ihr sicherlich auch schon mal gehört habt und der Ort, der als allererster Suchtreffer erscheint, wenn man bei Google die Worte eingibt, gruseligster Ort Berlin. Es geht um die Beelitz-Heilstätten. Ja, dem einen oder anderen wird wahrscheinlich schon allein von dem Wort ein kalter Schauer den Rücken runtergelaufen sein, denn um diesen Ort ranken sich die verrücktesten Gruselmythen. Es gibt Internetforen, die bereits seit Jahrzehnten die gruseligsten Horrorgeschichten über diesen Ort erzählen. Es geht um irgendwelche Geister, die dort rumspuken sollen. Geister, die Türen zuschlagen und Fenster und irgendwelche Namen rufen und Geräusche machen. Es geht um irgendwelche Leute, die dort angeblich verschwunden sein sollen in diesen Beelitz-Heilstätten oder zumindest irgendwelche krassen paranormalen Phänomene beobachtet haben sollen. Immer wieder werden diese Geschichten auch von den Medien reproduziert, zum Beispiel zuletzt in einem Kinofilm aus dem Jahre 2018. In diesem Film macht sich eine Gruppe mittelmäßig begabter YouTube-Schauspieler auf den Weg in diese Heilstätten, verbringt dann dort eine Nacht und wird der Reihe nach abgemetzelt. In diesem Jahr war auch die Sendung Germany's Next Topmodel zu Gast in den Beelitz-Heilstätten und auch dort wurden natürlich wieder diese Gruselgeschichten reproduziert. Ein Fotograf sagte hier beispielsweise, Zitat, "Wenn du hier im Bett liegst, dann hörst du noch nachts die Schreie der Menschen, die leiden, die qualen." Tja, und an dieser Stelle kommt leider der enttäuschende Part dieses Videos. All diese Gruselgeschichten sind absoluter Bullshit. Und heute erkläre ich euch, warum. Und ich verrate euch, wo diese Geschichten eigentlich wirklich herkommen. Ja, bevor wir uns dem Gruselhype widmen, fahren wir doch erstmal hin zu diesem mysteriösen Ort. Die Beelitz-Heilstätten liegen übrigens nicht in Berlin, wie das Internet manchmal suggeriert, sondern mit dem Zug eine knappe Stunde entfernt in Brandenburg. Es gibt hier eine Bahnstation, die heißt auch Beelitz-Heilstätten, weil das hier auch ein gleichnamiger Stadtteil ist. Und wenn man da aussteigt, dann wird man auch schon direkt vertraut gemacht mit zahlreichen kleinen verlassenen Türmchen, die hier am Straßenrand stehen, Übrigbleibsel aus längst vergangenen Zeiten. Aber auch deutlich größere Gebäude dieser ehemaligen Heilstätten sieht man hier rund um den Bahnhof, die zum Teil inzwischen gekauft wurden und restauriert werden. Alle ganz typisch in dieser wunderschön verschnörkelten Architektur mit den Türmchen und den roten Backsteinen. Das Hauptareal der Beelitz-Heilstätten, also das, was man als diese gruseligen verlassenen Ruinen kennt, ist seit inzwischen mehreren Jahren ein öffentlich zugängliches Gelände. Ein Investor, der sich Baum und Zeit nennt, hat das Areal vor einigen Jahren gekauft. Inzwischen kann man hier im Rahmen der Öffnungszeiten über einen Baumkronenpfad wandern und sich diese verfallenen Gebäude sogar von oben angucken. Und es werden hier auch Führungen angeboten. Ihr könnt also ganz offiziell auch in diese Gebäude rein. Anmelden, Helm aufsetzen und schon geht's los. Ja, und wie ihr seht, das habe ich auch gemacht und ich habe mich einfach mal an Jürgen Weyrich rangehängt. Der arbeitet nämlich hier bei Baum und Zeit und weiß so ziemlich alles über diesen mysteriösen Ort. Beelitz-Heilstätten entstanden in der Zeit von 1898 bis 1902 in der ersten Bauphase. War die größte Lungenheilstätte des Deutschen Reiches. Auf einer Fläche von fast 200 Hektar waren dann schlussendlich über 60 Gebäude für Pfleglinge, Männer und Frauen aus der Arbeiterklasse Berlins, um wieder von der Tuberkulose genesen zu werden. Eine wirkliche Heilung gab es nicht, es gab kein Medikament gegen die Tuberkulose und man versuchte hier einfach, den Pfleglingen beizubringen mit Hygiene, mit Ernährung, unter Anwendung von Hydrotherapie wieder zu Kräften zu kommen. Man wollte eine Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess und eine Verlängerung der Lebenszeit erreichen. Aber wie gesagt, eine wirkliche Heilung von der Tuberkulose war erst mit Antibiotika in den 1940er Jahren dann möglich. Ja, und wie dieser Heilprozess abgelaufen ist, das kann man sich auch heute noch bildlich vorstellen, wenn man hier durch diese Heilstätten läuft. Unzählige Zimmer und teils riesige Säle zeugen noch von dieser Zeit. Hier haben wir jetzt ein Patientenzimmer. Dieses Patientenzimmer
ist natürlich nicht mehr ganz in der Kubatur erhalten. Wir haben das durch diese Drähte nachempfunden. Das waren hier Ein- und Zweibettzimmer. Und die Besonderheit dieser Zimmer war, dass alle Patientenzimmer grundsätzlich immer nach Süden ausgerichtet waren, um möglichst viel Licht, um möglichst viel Sonne in die Patientenzimmer zu bekommen, weil man einfach auch damals schon wusste, dass dies zur Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte war. Aber nicht nur das, es ist einfach so, wenn ein Raum hell ist, wenn der schön aussieht, wenn ich mich darin wohlfühle, dann ist die Genesung sehr viel besser, sehr viel schneller, als wenn ich mich in so einem dunklen Loch wiederfinde. Aber das Licht und diese schönen, hellen Zimmer waren nicht alles. In gewisser Weise war diese ganze Anlage ein echtes Luxus-Resort. Was hier an Materialien verwandt wurde beim Bau, war einfach sehr, sehr hochwertig in allen Belangen. Es wurde ein Lüftungssystem eingebaut. Es war auf den Gängen Linoleum verlegt und auch Fliesenbelag. Und dieser Fliesenbelag kam aus dem Hause Villaroy und Boch. Das war eine dreifach gebrannte, gesinterte Fliese, die so gut wie keine Feuchtigkeit mehr aufgenommen hat, die extrem leicht zu reinigen war. Der Übergang von Wand zu Boden, man sieht das hier noch so ein kleines bisschen, war mit einer Hohlkehle ausgestattet. Man hatte bereits 1907 in diesem Gebäude einen elektrischen Fahrstuhl, man hatte elektrisches Licht, man hatte die modernste Heizungsanlage, die man sich vorstellen kann. Und das Ganze immer vor dem Hintergrund, wir sprechen hier von einer Arbeiterheilstätte. In diesem Saal hier wurden diese Arbeiter damals gebadet. Man sieht heute noch die Relikte aus dieser Zeit. Gut, sieht nicht mehr so richtig nach Wellness aus. Übrigens genauso wenig wie dieser Saal hier. Das war der ehemalige Speisesaal. Das Alpenhaus bot Platz für 300 und 300 weibliche Pfleglinge, Frauen, die an Tuberkulose erkrankt waren und die hier ihre 5 Mahlzeiten täglich einnahmen. Und was Sie hier oben sehen, ist ein Balkon bzw. die Reste desselben. Dieser Balkon hat nicht nur Zierfunktionen, sondern während der Mahlzeiten waren dort Aufsichtspersonen, die darauf achteten, dass die Pfleglinge an den Tischen ordentlich aßen, mit Messer und Gabel, nicht mit den Händen in die Töpfe gegriffen haben, keine Nahrungsmittel irgendwie in die Rocktaschen gesteckt haben, vor allen Dingen aber so gegessen haben, dass sie sich nicht verschluckt haben, dass es nicht zu einem bei Tuberkulose erkrankten, sehr gefährlichen Blutsturz hätte kommen können, weil das wäre im Zweifelsfall sogar tödlich gewesen. Ihr merkt schon, die Geschichte der Beditz-Heilstätten ist ziemlich spannend und auch sehr wechselhaft. Während des Ersten und auch während des Zweiten Weltkriegs beispielsweise diente diese Anlage auch als Lazarett. Unter den Patienten, und das ist übrigens kein Gruselmythos, war 1916 auch Adolf Hitler, nachdem dieser an der Westfront in Frankreich durch einen Granatsplitter verwundet worden war. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das gesamte Gelände als Militärkrankenhaus der sowjetischen Armee genutzt. Ein weiterer prominenter Gast aus dieser Zeit, Erich Honecker. Der lebte hier im Jahre 1990 unter dem Schutz der sowjetischen Streitkräfte, weil gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. 1991 wurde er dann mit einem sowjetischen Militärflugzeug nach Moskau ausgeflogen. Und sogar der frühere KGB-Mitarbeiter Wladimir Putin soll hier mal behandelt worden sein. Darüber gibt es allerdings keine genauen Erkenntnisse. 1994, als die Sowjets bzw. die russischen Streitkräfte hier abgezogen sind, haben die ein intaktes Klinikum hinterlassen. Das, was man hier heute sieht an Zerstörung, an abgedeckten Dächern, ist danach alles passiert. Es fand hier Altmetalldiebstahl in großem Stile statt. Kupfer und Zink wurde von den Dächern gerissen. Es war Vandalismus in den Gebäuden. Es fanden auch Partys statt hier drin. All das, was man sieht heute, ist auf der einen Seite sehr traurig, auf der anderen Seite macht es natürlich auch einen gewissen Charme der Beditzer Heilstätten aus. Trotzdem, es wird damit begonnen, auch hier auf dem Gelände von Baum und Zeit, mit Sanierungsarbeiten an den Gebäuden. Hier an der Chirurgie ist bereits ein Teil des Daches wieder saniert. Die Fassade wird geschlossen, es werden wieder Fenster eingesetzt. Und nach und nach wird das auch bei den anderen Gebäuden hier auf dem Gelände der Fall sein.
Der Grund, warum die Beelitz-Heilstätten heute überhaupt so verlassen und verfallen sind, ist übrigens wie so oft eine Fehlplanung beim Bau. Es gab hier in den 90er Jahren einen Investor, der wollte das ganze Gelände eigentlich vernünftig herrichten, ist dann allerdings irgendwann ins Straucheln geraten und schließlich in die Insolvenz gegangen. Von da an verfielen die Beelitz-Heilstätten immer mehr und immer mehr ungebetene Besucher begaben sich auf das Gelände. Hier fanden in dieser Zeit nicht nur illegale Partys statt und Vandalismus, es entwickelten sich auch die abstrusesten Horrorgeschichten um diesen Ort. Die Frage ist jetzt natürlich, wo kommen diese ganzen Gruselgeschichten eigentlich her? Und ein Erklärungsansatz ist, dass es auf dem Gelände der Beelitz-Heilstätten oder zumindest in der näheren Umgebung über die Jahre tatsächlich reale Kriminalfälle gegeben hat. Und ein ganz besonders schlimmer, der trug sich kurz nach der Flucht von Erich Honecker zu, Anfang der 90er Jahre. Die Frau eines sowjetischen Chefarztes verließ an einem Abend das damalige Militärhospital und ging mit ihrem 3 Monate alten Sohn im naheliegenden Forst spazieren. Nur 500 Meter von ihrem Wohnhaus entfernt traf sie dann auf einen damals bekannten Serienmörder, der in den Medien auch als Rosa Riese oder als die Bestie von Beelitz bezeichnet wurde. Er tötete Mutter und Kind mit größter Gewalt und verging sich dann an der Leiche der Frau. Diese Bestie von Beelitz oder der Rote Riese hat in den späten 80er und frühen 90er Jahren insgesamt 6 Morde verübt, sowie 3 Mordversuche. Er war deswegen natürlich auch ein riesiges Thema in den Medien und schnell machten sich in der Region diverse Gerüchte breit, rund um diese Mordserie und rund um dieses Gelände, auf dem all das passiert ist. Diese Geschichten wurden dann häufig kombiniert mit der Tatsache, dass ja in den Beelitz-Heilstätten auch Menschen gestorben sind und um den Grusel perfekt zu machen, wurden diese Geschichten dann auch nochmal mit Adolf Hitler kombiniert. Angeblich, so heißt es in diesen Geschichten häufig, soll es in den Beelitz-Heilstätten auch Menschenversuche gegeben haben, während der NS-Zeit, andere schreiben sogar danach, eine Geschichte, auf die auch der Kinofilm Heilstätten anspielt. Das allerdings ist überhaupt gar nicht belegt. Im Gegenteil, es gilt sogar als sehr unwahrscheinlich, dass tatsächlich auf dem Gelände der Beelitz-Heilstätten solche Menschenversuche gemacht worden sind. Nichtsdestotrotz, die perfekte Gruselgeschichte war trotzdem geboren und dann bekamen die Gruselfans auch noch ein kleines bisschen Unterstützung und zwar vom sogenannten Schleicher von Beelitz. Ein junger Mann, Anfang der 2000er, der hier unterwegs war, um dem Vandalismus Einhalt zu gebieten, vielleicht auch ein bisschen, um für sich selbst einen etwas makabren Spaß zu haben. Der war hier im Gebäude unterwegs, der kannte sich sehr gut aus und der war dann beispielsweise dort oben in solchen Lüftungsschächten versteckt. Wenn Sie sich vorstellen, Sie sind hier alleine im Gebäude, es ist nachts, es ist dämmerig, der Wind pfeift hier durch und dann ruft auf einmal eine Stimme aus einem Lüftungsschacht: Mami. Spätestens dann fangen Sie an Geister zu glauben. Ich kann Ihnen sagen, dieser Geist hieß Tino mit Vornamen, fährt heute Straßenbahn in Berlin, ist sehr real und hat hier sogar seiner jetzigen Frau den Heiratsantrag gemacht. Insofern auch kein Geist. Ja, aber dieser Schleicher von Beelitz hat den Gruselhype dann nochmal so sehr befeuert, dass irgendwann dann auch sogenannte Geisterjäger in den Beelitz-Heilstätten auf der Matte standen und hier allerhand technisches Equipment aufbauten, um herauszufinden, ob es denn hier jetzt tatsächlich spukt oder nicht. Und dann ging der Hype erst richtig los. Was die nicht wussten, war, dass gleichzeitig andere Personen im Gebäude waren, Männer, die dem Vandalismus hier Einhalt gebieten wollten und dies auch taten, die waren im Keller der Chirurgie und fingen dann nach 2 Stunden an, sich zu langweilen. Und Männer in einem Keller mit Langeweile, die kommen auf Ideen und die Idee war sehr schnell geboren, die hieß: Ihr wollt Geister haben, ihr könnt Geister kriegen. Die leuchteten mit entsprechenden Taschenlampen in Lichtschächte, in Versorgungsschächte, pusteten in Heizungsrohre oder schlugen auch mal gegen ein Blech, mit dem Resultat, dass bei den Ghostbustern die Anzeigen bis in den roten Bereich ausgeschlagen haben. Die Jungs im Keller schlugen sich vor Vergnügen auf die Schenkel, alle gingen vergnügt nach Hause. 3 Tage später veränderte sich das ein wenig, nämlich das Ganze wurde im Internet veröffentlicht
der Faustsche Satz, die Geister, die ich rief, bekam eine neue Bedeutung. Und es waren hier zum einen Geistergeschichten ins Leben gerufen, auf der anderen Seite nächtliche Besucher zusätzlich unterwegs. Und so kann man auch erklären, warum sich bis heute die Legende von Geistern in diesem Gebäude hält. Ich kann Ihnen nur noch eins dazu sagen, ich bin als Fotograf hier relativ häufig alleine auch im Gebäude unterwegs gewesen, bin es auch immer noch. Und wenn Sie hier alleine in der Dämmerung unterwegs sind und auf einmal kommt ein Windzug und schlägt hinter Ihnen eine Tür zu, das reicht auch ganz ohne Geister aus, sich wirklich zu erschrecken. Tja, es sieht also so aus, als wären die ganzen Gruselgeschichten um diese Beelitz-Heilstätten ziemlicher Blödsinn. Und der Kinofilm Heilstätten aus dem Jahr 2018, der befeuerte diesen Blödsinn dann nochmal. Die Besitzer des Geländes haben dem Filmteam damals übrigens untersagt, hier in Beelitz ihren Film zu drehen, und zwar um nicht schon wieder einen neuen Gruselhype auszulösen. Und auch Jürgen Weyrich ist aus diesem Grund offensichtlich kein besonders großer Fan dieses Films. Ich bin kein Filmkritiker und ich maße es mir auch nicht an, das allgemeingültig zu beurteilen. Mein Favorite ist er nicht, zumal er einfach den Eindruck erwecken will, dass es hier gedreht worden wäre, was definitiv nicht der Fall war. Und zudem noch den Eindruck erweckt, dass es hier Dinge gäbe, die es nicht gibt. Es gibt hier ganz, ganz viel zu entdecken. Es gibt hier wunderschöne Gebäude zu entdecken. Es gibt hier tolle Architektur, tolle Parklandschaften zu entdecken. Aber wer eine Geisterbahn haben will, der sollte lieber auf den Rummelplatz gehen. So, das war die spannende Geschichte der Beelitz-Heilstätten und die Erklärung, woher eigentlich dieser abstruse Gruselhype herkommt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Ich habe es auf jeden Fall. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren und auf jeden Fall auch die Glocke drücken, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und wenn ihr mich und meine Arbeit ein bisschen unterstützen wollt, denn all das hier kostet natürlich Geld, dann guckt doch mal bei Patreon vorbei. Den Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Ich sag tschüss und bis zur nächsten Reise.